hätte Varus gewonnen, ja, wären wir ein zivilisiertes Land geworden. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass Deutschland kein zivilisiertes Land ist. Hätten die Römer Varus besiegt, hätte sich eine andere kulturelle Entwicklung vollzogen. Bis zur Elbe. Bis zur Elbe, aber das will nicht unbedingt bedeuten, dass die Niederlage von Varus zur Unzivilisation führte. Aber zu einem sehr langen Mittelalter, einem gestreckten Mittelalter, einer langen Eiszeit und einem instabilen Imperium. Instabilem Imperium, ja. Aber kulturell gesehen auf keinen Fall würde ich von einer negativen Zeit, wenn man die Blüte der Kultur, der Architektur, Musik und so weiter im Spätmittelalter in Deutschland sieht. Und kein Land war kulturell so einflussreich in Europa am Ende des Mittelalters wie Deutschland, mit der einzigen Ausnahme von Italien. Ja. Es ist kein Zufall, dass alle Buchdrucker aus Deutschland kommen und der Buchdruck als eine der prägendsten Erfindungen der sogenannten Moderne wurde in Deutschland erfunden und die ersten Buchdrucker überall in Europa waren Deutsche. Und das Gleiche ließe sich auch von dem Bergbau sagen. Es gibt ein historisches Bild. De Gaulle und Adenauer, ja, zwei sehr erwachsene Männer. Allerdings. Ja, nicht, ja? Ja. Hand in Hand im Dom von Reims. Das ist tatsächlich ein Inhalten in der Geschichte. Ja. Nicht? Ja. Ja? Und hat Abgründe. Ja? Nicht? Also De Gaulle in Baden-Baden holt sich sozusagen Schutz gegen den Aufstand. Ja, ja ist, 5 Jahre später, ja. Ist eine Schattenseite, würde ich so sagen. Ja, aber einen Moment lang ja, gibt es diese Besinnung, wenn man so will, ja, symbolischer Art. Ja. Es gibt vorher eine Nähe von Deutschland und Frankreich vor den sogenannten Befreiungskriegen. Ja. Ja? Eigentlich nach der Niederlage Österreichs und Preußens, wenn die Straßen gebaut werden, wenn Westfalen den Code Civil erhält, wenn hier ein Mitteleuropa entsteht, das fast schon ein Europa ist. Ja. Also man kann das an verschiedene Beispiele in der Tat illustrieren, diese tiefe Verflechtung der beiden Länder und besser gesagt der beiden Gesellschaften und der beiden Kulturen im Laufe der Zeit unter ganz unterschiedlichen Vorzeichen jener der Situation. Man kann das schon vor 1806 machen. Die größten Bewunderer von Versailles sind überwiegend in Deutschland zu finden. Und das ist kein Zufall, dass der Adel in Deutschland, wie übrigens auch in Russland, Französisch spricht, Französisch schreibt und Teile des französischen Erbes aufrecht erhält. Wir sind als Franzosen sehr dankbar dafür, dass der alte Fritz so viele Watteau und Lancret gekauft hat und dass man sie hier in Berlin bewundern kann. Das wäre in Frankreich nicht möglich gewesen. Oder dass Goethe den Neveu de Rameau von Diderot gerettet hat und das übersetzt auf Deutsch und später ist das rückübersetzt auf Frankreich. Hätte es die Vermittlung von Goethe gegeben, hätten wir dieses wunderschöne und fertige Prosastück von Diderot verloren. Und auch nachher, heute, ist der Verkehr, dass ein Text von Ernst Jünger oder Heidegger oder Nietzsche ins Französische übersetzt, wieder nach Deutschland reimportiert wird und latinisiert, sehr viel rationaler und klarer und auch für uns spiegelfähiger wirkt. Das als ohne Zweifel. Also enge Verflechtung. Karambolage und Fusion. Ja. Ständige Austausch, Begegnung, Bewegungen, gegenseitige Befruchtung, würde ich auch sagen. Ich nehme ein anderes Beispiel von der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Sicher ist Deutschland das Land der Philosophie, aber es gibt auch in Frankreich einige Philosophen. Dazu kann man Foucault rechnen, dazu kann Derrida. Man Derrida, dazu Bourdieu kann man auch ist nicht Philosoph, Bourdieu, aber Soziologe und Soziologe großer aber zunehmend Philosoph. Ja. Dazu kann man auch Jean-Paul Sartre nennen. Aber bitte. Und Jean-Paul Sartre war als Student in Berlin vor dem Krieg. Foucault hat viel in der deutschen Literatur gelesen und einen Teil seiner Gedanken weiterentwickelt. Und am Beispiel Foucault, das ist ganz spannend. Foucault prägt den Begriff Diskurs. Der Begriff Diskurs dann wird reimportiert in Deutsch. Und ich kenne kein Land, wo der Begriff Diskurs eine so große Rolle spielt wie hier in Deutschland. Im Grunde eine französische Kreation auf der Basis von deutscher Literatur, die dann ihre größten Früchte in Deutschland trägt. Also das sind diese Bewegungen, die man seit dem Mittelalter bis heute beobachten kann. Und das Spannende dabei ist, dass die politischen Geschehnisse sicher eine Rolle spielen, insofern als sie die Konstellation, das Kräfteverhältnis ändern. Aber nicht immer in dem Sinne, wenn man das erwartet hätte. Ich nehme ein Beispiel, damit es konkreter wird. 1814 und vor allem 15 wird Frankreich militärisch und politisch besiegt. Die Friedensverträge von Wien, eine neue Staatenordnung, halbe Restauration und alle Mächte in Europa einigen sich darauf, dass kein Abenteuer nach napoleonischer Art wieder möglich wird. Und dazu spielt Großbritannien eine ganz große Rolle. Daran kann man sehen, dass Großbritannien doch zu Europa gehört. Frankreich ist besiegt. Die anderen sind die Sieger. Aber wenn man dann kulturell sieht, was zwischen Frankreich und Deutschland passiert, wer kommt nach Frankreich? Heine, Marx. An wen richtet man sich? An wen richten sich die jungen Intellektuelle in Deutschland in der Zeit des Vormärz, wenn man sagt, überwiegend nach Frankreich? Das heißt, das besiegte Land bleibt ein Modell, ein Inspirationsland, ob man sich darauf im Positiven bezieht oder ob man versucht, im Politischen sich davon abzugrenzen und das zu überwinden. Und eine ganz faszinierende Beobachtung: Die Französische Revolution ist ohne Zweifel eine Wende, ein Punkt, der nicht zurückkehrt. Man kann nicht zurückgehen. Aber nicht nur in Frankreich, genauso in Deutschland. Und genauso in den Ländern oder in den Teilen von Deutschland, die die Französische Revolution am stärksten bekämpft haben. Paradebeispiel Preußen. Preußen hat als eine der ersten Krieg gegen Frankreich geführt. Nach Valmir dann aufgehört. Die Preußen haben sich vielmehr dann an der Weitereroberung von Polen interessiert. Das war die zweite und dritte Teilung von Polen. Dann kamen sie wieder in den Krieg 1806, totale Niederlage. Aber was machen sie, um sich zu regenerieren? Sie importieren die französischen Reformen in der Gesetzgebung, und in der Organisation sich der Armee. Tief durch. Das heißt, die kommunale Selbstverwaltung wird hier mit größerer Herzlichkeit verwirklicht. Allerdings. Die Universität wird sozusagen abgeguckt von den Franzosen, aber nicht nur akademisch, sondern sozusagen auf eine neue Weise. Auf ganz neue Weise. Und da sieht man auch diese, nicht nur diese Verflechtung zwischen beiden Ländern, sondern auch, wie im Kontext dieser ständigen Auseinandersetzung, die manchmal negativ, manchmal positiv sein kann, ein Land manchmal neue Wege entwickelt, um sich besser zu behaupten, beziehungsweise um sich von der Oberherrschaft oder von dem zu starken Modell aus dem anderen zu befreien. Sie erwähnten das Beispiel Universität. Was gibt es in Frankreich zur Zeit von Napoleon? Keine Universität. Die Universitäten wurden von der Französischen Revolution abgeschafft, weil sie als ein Übrigsbleibsel der Ancien Regime betrachtet werden, eine Form der Kooperation im Geist, im Leben, dazu noch völlig verkrustet und unschöpferisch. An der Stelle eine neue Form, die sogenannte Grandes Écoles, Fachhochschulen oder spezialisierte, wo man
neue Kader schmieden im Grunde für das revolutionäre und postrevolutionäre Frankreich. Wissenschaft ist dabei betrieben, aber immer im Dienst eines praktischen Ziels für den Staat und für die Gesellschaft. Wie entwickeln sich die Sachen in Deutschland nach 1806? Gründung einer neuen Universität. Die von den Staatszielen losgelöste Bildung. Wird. Und ja? Die als Prinzip die Freiheit hat. Freiheit der Forschung, Freiheit der Lehre, Selbstbildung der Auserwählten, die Zugang zu der Universität haben. Also die wirklichen Wurzeln der Französischen Revolution. Ja? Irgendwie sind aber sie einmal durch die Seele hindurch gegangen, ja? Wenn Sie so wollen, romantisiert im positiven Sinne. Romantisiert und gleichzeitig in der Kontinuität der Aufklärung. Ja. Das sollte man nicht vergessen. Nicht unterschätzen, nein. Und die Erneuerung von Teilen der deutschen Realität nach 1806, und genauso geschah das auch im südlichen Teil Österreich, damals war Deutschland, das war nicht Österreich. Und diese unterschiedlichen Erneuerungsprozesse sind auf der einen Seite Reaktion gegenüber der französischen Herausforderung und auf der anderen Seite Rückbesinnung auf deutsche Traditionen, die viel weiter zurückgehen und die reinterpretiert wurden schon im 18. Jahrhundert im Lichte der Aufklärung. Und dies wäre doch jetzt eine wunderbare Chance, ja, für Europa. Die Szene, die Sie zu Beginn erwähnten, dieses Hochamt in der Kathedrale von Reims, wo die beiden sich nicht die Hand gegeben haben, das gehörte nicht. Das war mehr die Sache von Mitterrand und Kohl. Ah, so, das habe ich jetzt. Aber, also Sie merken, wie sich die Mythen überlappen. Ja, ja, aber de Gaulle und Adenauer, nein. Es gibt ein Foto, wo sie sich fast küssen. Aber auch nach alter Art, nicht nach russischer Art. Accolade. Eine Accolade. Das waren zwei alte Männer, die vieles erlebt hatten, beide in der Kultur des 19. Jahrhunderts groß geworden. Aber diese Szene ist in der Tat beeindruckend. Denn was ist Reims? Reims ist nicht nur eine der schönsten Kathedralen. Und die gotische Kathedrale ist irgendwie eine französische Erfindung. Und das ist eine Domschule im 12. Jahrhundert. Ja? Ja. Ist der Vorgänger von Paris. Ja, ja, aber Reims ist auch die Kathedrale, wo alle Könige gekrönt wurden in Frankreich und gesalbt. Und das zählt ja eine große Rolle. Reims ist schließlich... Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc ging nach Reims, um den Kronprinz, den späteren Karl den VII. Krönen und salben zu lassen. Und Reims ist schließlich eine Kathedrale, die sehr stark unter dem Ersten Weltkrieg gelitten hat. Das befand sich an der Front. Die Franzosen hatten, auch wenn sie das immer verneinen, letzten Offensive, Soldaten und Beobachter in den Türmen der Kathedrale versteckt. Und die Folge davon war, dass die deutschen Artilleristen auf die Kathedrale geschossen haben. Und die Kathedrale hat sehr stark unter dem Ersten Krieg gelitten von Seiten der Deutschen. Und viele Franzosen haben darin die Bestätigung ihres Vorurteils gesehen, die Deutschen sind nur Barbaren. Und es gab sogar Ausstellungen in Frankreich während des Krieges von zerstümmelten Statuen aus der Kathedrale von Reims als Bild der Grausamkeit und der Barbarei der Deutschen. Das sind also die Bildbände, die Erinnerung gestiftet haben. Das heißt, Ihr Bildband in Frankreich heißt La Guerre Juste. La Guerre Juste, ja. Bei uns heißt er Der Weltenbrand. Ja, nicht? Und die Bilder sind gegnerisch. Aber auch La Guerre Juste. Ja. Die Deutschen haben einen Verteidigungskrieg geführt, 1914, genauso wie die Franzosen. In der vollen Überzeugung, also ich spreche nicht von den Generälen in Oberstabsheer, nein, bei dem Kaiser spielt keine Rolle. Aber bei der Mehrheit der Soldaten, die den Krieg geführt haben, der Familien, die es akzeptiert haben, auch, dass die Söhne und die Männer an die Front gingen, dieser Krieg wurde als ein Verteidigungskrieg geführt. Und das erklärt, warum die Mehrheit der Sozialisten die Kriegsanleihen akzeptiert haben und dafür gestimmt haben. Und das ist das Tragische an dem Ersten Weltkrieg. Zwei Länder, die sich bis auf Blut bekämpfen mit Millionen von Toten und beide in der festen Überzeugung,
dass sie einen rein defensiven Krieg führen für die Zivilisation auf der einen Seite, für die Kultur auf der anderen Seite. Und was ist die Kultur, wenn nicht die deutsche Form der Zivilisation? Ja. Wir haben hier einen jungen Mann. Ja, das Gesicht sieht eigentlich aus wie ein Kind. Ja. Ja? Lange Zeit. Er ist 20 zu Beginn der Französischen Revolution. Er ist 20 Jahre alt. Er ist 20 Jahre. Und seine Mitarbeiter sind auch ganz jung. Er war Leutnant und dann wurde er General mit 24 Jahren. Und als er sich selber zum ersten Konsul ernannte, war er 30. Das heißt, die Jugend eines Jahrhunderts, ja, nicht, stellt sich. Ja. Ja? Und gegen Ende des Jahrhunderts hat sie die Chance, die Welt einmal zu gestalten. Mhm. Ja? Wenn die in Ägypten sind, ja, nicht, und Napoleon jetzt zurückgefahren ist, ja, denkt das Expeditionskorps einen Moment, wir können die Revolution, die in Paris misslang, in Afrika, ja, noch einmal, ja, durchführen. Ja. Das ist Silvester 1800, ist das eine große Perspektive. Ja, ja, ja. Sie haben nicht lange daran gedacht, denn sehr schnell musste sie merken, dass sie verloren waren. Erstens verraten von Bonaparte. Aber der Stein von Rosette ist gefunden. Aber der Stein von Rosette und ein kluger Coup von Bonaparte war das. Nach Ägypten ging nicht nur mit seinen Schiffen und Soldaten, darunter sehr viele Wissenschaftler. Aber auch Wissenschaftler. Ja. Und Zeichner. Der das alles gezeichnet hat, ist Denon. Kontaktaufnahme über 4000 Jahre nach, ja, rückwärts. Ja. Ja, und es gibt die berühmte Proklamation von Napoleon bei der Schlacht bei den Pyramiden, wo er sagt, Soldaten, schaut mal, 40 Jahre Geschichte schauen auf euch. Wie heißt das Französisch? Wie würde man sagen? 40 siècles vous contemple. Die Proklamationen von Napoleon sind sowieso Meisterwerke und jeder weiß in Frankreich, was jeder Gymnasiast in Frankreich weiß, dass es die Schreibschule von Stendhal war. Stendhal hat das Schreiben nach den Proklamationen an die Grande Armée gelernt. Und hier sitzen in einem Seminar, ja, ja, in Deutschland, in Tübingen, ja, der Hegel, ja, der Hölderlin und der Schelling gemeinsam. Ja, 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 und sie sehen auf die Französische Revolution, sie sehen auf Napoleon. Begeistert. Und sehen eine... Begeistert. Begeistert. Eine neue Zeit beginnt. Ja, Hegel, glaube ich, spricht von einer neuen Morgenröte. Und sie pflanzen einen Freiheitsbaum und sind ganz, ganz begeistert. Und das gilt nicht nur für sie, sondern ein Großteil der akademischen Jugend in Deutschland ist begeistert. Meiner Kenntnis nach gibt es kein Land, was so intensiv und mit so viel präzise Herzlichkeit. Ja, Herzlichkeit und Kenntnis die Entwicklung der Französischen Revolution verfolgt hat, wie in Deutschland. Weil gerade das gestaut ist, ja? Ja. Also das heißt, die Freiheit ist nicht so ganz zu exerzieren, ja, in Preußen, ja, oder in Österreich. Das war das eine. Ja? Aber man Aber sehnt es gab... sich nach ihr. Ja. Und man hat die Ruhe, ja, man hat den Zeitvorteil. Sicher. Ja? Und das ist das berühmte Gedicht von Klopstock, Sie und nicht wir. Aber das ist nur ein Aspekt. Wovon handelt das? Sie und ja, nicht sie. Die Franzosen haben die Revolution gemacht und wir noch nicht. Aber das ist nur ein Aspekt. Unter den Personen, die sich für Frankreich interessieren und die große Sympathie entwickelt, gibt es auch progressive Aufklärer, würde ich das nehmen. Die sagen endlich mal, dass in Frankreich etwas passiert, was in unseren Territorien schon teilweise passiert ist. Und die sagen, in Preußen, wir haben schon vieles gemacht,
was die Revolution erst mühsam entwickeln will. Und Vergleichbares lässt sich auch in Österreich sagen. Kaum ein Land war mehr aufgeklärt, konkret. Durch Joseph. Zuerst durch seine Mutter und dann später durch Joseph. Die ganze Modernisierung der Verwaltung, Durchsetzung der Schulpflicht, massive Säkularisierung der Klöster, die haben begonnen vor der Französischen Revolution. Einschließlich der Musik von Mozart. Und jetzt haben wir die Philosophie. Ja. Und Heinrich von Kleist reitet mit seiner Schwester im Gepäck Traktate mit den Kantschen Gedankengängen nach Boulogne ins Lager Napoleons. Ja. Und man muss die Grenadiere der Revolution jetzt noch ausstatten mit Gedankeninstrumenten. Ja. Und das kann nur Kant sein. Das kann doch Kant sein, ja. Und dann ist das perfekt. Ja, und er hatte nachträglich Erfolg. Spannend ist zu sehen, wie in Frankreich dann um die Mitte des 19. Jahrhunderts, als es darum ging, eine solidere Bildung an die künftigen Eliten des Landes zu geben, in einem Land, wo die Trennung von Staat und Kirche schon weiter vorangeschritten war als im restlichen Europa. Man suchte einen Ersatz und diesen Ersatz hat man in der Philosophie gefunden und speziell in der Philosophie von Kant. Und wieder einmal eine Liste der Geschichte, der Erfolg von Kant auf breiter Ebene vollzog sich nach der Niederlage von 1870. Und dann wurde die Philosophie eine Disziplin in Frankreich, die man den Jugendlichen in der letzten Klasse vor dem Abitur gegeben hat. 10 Stunden Philosophie während der ganzen Woche. Und das war überwiegend die deutsche Philosophie. Der Niederlage von 70-71 gibt es eine Bildungsreform in Frankreich. Eine massive Bildungsreform. Und die ist aber der Garant dafür, dass die Motivationen 1914-18 ausreichen. Ja, es gab natürlich ohne diese Zweifel diese Bildungsreform, vergleichbar ein bisschen mit der Bildungsreform, die es in Preußen 1806 gab. Natürlich war das diesmal in dem anderen Land tiefgreifender, denn das war die Zeit, wo in Frankreich endlich mal alle Franzosen lesen und schreiben konnten, was schon Tatsache in Deutschland war zu dieser Zeit. Es gibt einen Riesenvorsprung auf europäischer Ebene der deutschsprachigen Länder im Vergleich mit Frankreich zu dieser Zeit. Frankreich vielleicht ein Land der hohen Zivilisation mit vielen Literaten und so weiter, aber ein Land auch des massiven Analphabetismus bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und das ändert sich dann nach 1870. Das ist ja eine große Leistung der Dritten Republik. Und der Erfolg der republikanischen Grundschule ist eine der Basis der Konstruktion eines neuen republikanischen Patriotismus. Ein Patriotismus, was in den Werten der Aufklärung und der Menschenliebe fußt, also irgendwie eine Form des Universalismus. Und das trägt die Soldaten zu Beginn des Ersten Weltkriegs ohne Zweifel. Viele auch wenn es sozusagen auf der Karte der Geschichte jetzt irrtümlich angewendet wird. Ja. Nicht? Ja. Und für Westafrika, die Eroberung Afrikas, besser taugt, nicht? Als für die Erkenntnis, dass dieser Krieg Unsinn ist. Ja. Das Jahrhundert entgleist. Aber wie gesagt, das ist bei uns nicht anders. Nein. Sie können auch das Jahrhundert entgleisen lassen mit den Ideen Wilhelms von Humboldt. Ja, natürlich kann man beides. Was man bei allen Formen von Kulturerbe sieht. Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaften ist nicht der Inhalt, was man daraus macht. Erfinden den Gaskrieg. Ja.
Jetzt zurück zu Napoleon. Mhm. Da ist das ganze Unheil noch nicht geschehen. Nein. Und wir haben hier den zweiten Tag der Schlacht von Leipzig. Ja. Das ist ein Sonntag. Ja. Am ersten Tag hat er mit seiner Pranke noch einmal zugeschlagen. Ja, 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 ja. Er ist nur geringfügig unterlegen. Ja, ganz hat die innere Linie. Ja, ja, ja. Und ist in der Lage, die Österreicher so zu zermalmen, dass er fast zum Feldherrnhügel der Alliierten vordringt. Ja, ja. Beinahe hätte er gewonnen. Ja. Er hat gefangen genommen den General, den österreichischen General, der mit ihm den Vertrag von Campo Formio unterschrieben hat. Ja. Nicht? Und den sendet er mit einem Angebot. Ja. Und das Angebot ist das einzige von Napoleon, das generös ist. Ja. Er musste generös werden. Er musste generös werden. Wenn er überleben wollte. Aber er hat einen Moment ein Zeichen gegeben, dass er überleben möchte. Ja. Nicht? Ja, und ja. Das war seriöser als das vor Waterloo. Ja, ja. Wenn hier sozusagen im Sinne Goethes, der ja seine Ehrenlegion gerne trägt. Bis zum Ende getragen hat. Wenn hier und dann die Büste von Napoleon auch. Wenn hier eine Einigung mit dem Schwiegervater in Österreich, mit dem Zahn, der ein leicht zu leichten Entschlüssen neigender Mensch war, also kein Seneca, mit dem preußischen König, der ein schwacher Mann war, wenn da eine Einigung stattgefunden hätte, hätten wir zu diesem Zeitpunkt einen Moment Europa gehabt. Hätten wir zu diesem Zeitpunkt, oder zum Leidwesen Englands, aber hätten wir auch vorher haben können, nach der Gründung des Rheinbundes, nach dem Sieg über Preußen und über Österreich, aber mit dem Bündnis mit Russland 1807, 1808, wenn Napoleon dann Schluss gemacht hätte, hätte man eine Form von geeinigten Europa. Allerdings, was für eine Einheit. Das wäre eine Einheit unter der starken Oberherrschaft von Frankreich. Napoleon war auch ein Zyniker. Er hat viele Länder erobert, angeblich aus Gründen der Verteidigung, weil die anderen ihn angegriffen haben, aber auch tatsächlich, um sie auszurauben oder um aus ihnen Vassallen zu machen, die seine Machtkonstruktion stabilisieren, vergrößern würden. Und er hatte immer im Kopf, dass er irgendwann doch den letzten Kampf gegen England führen würde. Und vielleicht noch Indien erobern und vielleicht noch andere Fantasien befriedigen. Und in Istrien kann man Alexander des Großen Reich nochmal realisieren. Ja, 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 ja. Das heißt, er hat etwas zu viel Fantasie. Also der hatte erstens zu viel Fantasie, das war die eine Schwäche. Zweitens einen unstillbaren Eroberungsdrang. Und drittens Vorliebe für die eigene Familie. Ja. Und deren Ausstattung? Das kann man ihm noch verzeihen. Ja, das ist eher zweitrangig. Nein, was ich hier sagen würde, die größte Schwäche seines Systems war, dass er auf ständige Siege angewiesen war. Er konnte nicht, wir haben spekuliert, was wäre geschehen, wen. Aber wenn Napoleon, aus welchen Gründen auch immer, Schluss gemacht hätte, mit nach neuen Erfurt. Siegen, mit Ausdehnung und so weiter. Das wäre das der Beginn des Ende für ihn gewesen. Denn viele in Frankreich und noch mehr in den anderen Ländern Europas waren bereit, mit ihm zu machen, solange sie die Garantie hatten, dass er immer siegt und dass sie einen Gewinn davon haben. Aber wenn er aufhört, Siege zu haben, wenn er aufhört, die Profite Mehrwert zu haben, zu zeugen. Die Profite, die mit dem Sieg verbunden hat, zu haben, die er dann später verteilen kann. Was ist er? Er ist nur noch ein Abenteurer, der an der Macht gekommen ist, aber der nicht über die Legitimität verfügt, die andere Herrscher in Europa zu dieser Zeit hatten. Das heißt, Napoleon war von der Logik seiner Machtergreifung und seiner Machtkonstruktion gezwungen, immer neue Kriege zu entfachen, immer die Flucht nach vorne zu suchen. Hätte es noch eine zweite Art der Akkumulation von Autoritas geben können, also nach dem Frieden von Amiens, steht er ja großartig da. Ja, ja, nicht? Ja. Er hat also sozusagen eine große Schlachtenkette gewonnen. Also, nicht? Er hat ein Reich arrondiert und Frieden geschlossen. Ja. Also Clemencia sozusagen als die größte Tugend eines Kaisers.
Das ist das einzige Jahr, wo es Frieden gab in Europa, 1802, 1803. Brüchiger Friede, denn Napoleon sah in diesem Frieden nur einen Stillstand, um den Krieg gegen England wieder aufzugreifen. Das ist wahr. Ja? Und die Briten genauso. Ja, die Briten haben inzwischen die Kolonien, also haben alles genommen in der Welt, was es gibt. Ja, aber die hatten Napoleon noch nicht besiegt. Nein. Die Niederlage der Flotte, das ist Trafalgar 1805. Das heißt, das waren zwei Gegner, die ungefähr gleich waren, die sich nicht richtig angreifen konnten. Der eine war mächtig auf See, der andere auf dem Festland. Aber keiner war... Behemoth und Leviathan, zwei Ungeheuer, die einander nicht bekämpfen können. Nicht weil der eine ein Landtier ist, also ein Seeungeheuer ist. Und so haben sie im Grunde Gleichgewicht gehalten. Ja, Gleichgewicht gehalten. Was wäre das für ein hinreißendes Gleichgewicht in der Welt geworden? Ja, nicht? Wir haben die Weimarer Klassik. Ja? Ja. Wir haben eine gute Musik, ja. Nicht nur Beethoven. Nein, nein, ja? Nein, nein, nein. Wir haben ein System, das tatsächlich den Frieden von Münster und Osnabrück praktizieren könnte. Ja, ja, ja. Gerade wenn Abschreckungsmacht da ist. Ja. Beide haben eine Flotte, beide haben verschiedenartige Formen der Macht. Ja, ja. Wäre doch etwas Wunderbares. Was könnte man sich vorstellen, wäre an Genie nötig, an Truppe, innenpolitischer Pioniertruppe, ja, um so etwas zu bewirken? Wie viele Berater in London wären nötig? Wie viele Berater bei Napoleon wären nötig? Wie viele Preußen und Deutsche und Österreicher hätten jetzt Napoleon beraten sollen? Auf diese Frage habe ich leider keine Antwort. Aber man kann sich vorstellen. Man kann sich vorstellen. Das Potenzial war vorhanden. Das Potenzial war vorhanden. Allerdings, als Historiker bezweifle ich, dass man solche Momente des Gleichgewichts haben kann. Aber denn man könnte ja sagen, es ist der historische Konjunktiv. Und der ist noch nicht erforscht. Ja. Nun ist es ja wahr, dass ein Querkopf wie der Freier von Stein, der die richtigen Ratschläge hätte geben können. Ja. Oder ein Clausewitz, der noch zu jung ist, aber der doch da ist. Ja, ja. Ja? Als Berater von Napoleon etwas genützt hätten. Er hätte sie wahrscheinlich nicht ausgehalten im Gespräch. Vermutlich nicht. Ja. Vermutlich aber dennoch ist es so, dass wenn man die Potenziale, die Elemente für eine glücklichere Lösung studiert als Historiker, dann könnte man sagen, keine Geschichte ist von Anfang an fest vorgeschrieben. Nein, also da bin ich mit Ihnen voll einverstanden und das ist etwas, was man nie genug sagt. Für mich ist die Geschichte als Fach, sei es in der Forschung oder in der Lehre, ein Fach, was einem nahe bringen soll, dass es keine Fatalität in der Geschichte gibt. Sondern Geschichte. Die Heterotopie. Das die Utopie gibt es nicht, die gibt es an keinem Ort. Freiheit. Ja, richtig. Der Freiheit und diese Freiheit hat auch die Geschichte. Also Hegel, der ja glaubt, dass die Geschichte ihre eigene Intelligenz besitze, könnte solche Punkte suchen. Ja. Ja, nicht? Und an diesen Punkten könnte die Geschichte die Schlacht mit sich selbst gewinnen. Gleichgewichte erzeugen, die Dauer haben. Man kann träumen, in der Tat. Was wäre geschehen, wenn? Es war nicht ausgeschlossen, nie ist etwas je ausgeschlossen. Und die Entwicklung wäre anders gewesen, denn bei aller Bewunderung für den Genie von Napoleon und auch von vieler seiner Gegner, man sollte die Kosten nicht vergessen. Und er steht doch... Die Millionen von Menschen, die dabei ihr Leben verloren haben. Und ich habe in Ihrer Aufstellung gesehen, dass die Napoleon auf seiner Seite meist der Überlegene war und außerdem am mehr Tote verloren hat. Ja. Also offenkundig im Einsatz der Menschen brutaler war. Ja? Er war brutaler. er hat die Menschen, die er verloren hat, vor allem während des Russlandfeldzugs. Ja. Aber auch vorher, in jeder Schlacht. Nein, weniger. Nein. In Austerlitz sind viel weniger Franzosen gefallen als Russen und Österreicher. Ah, ja. In Jena auch. In Jena sind kaum Franzosen gefallen. In Wagram und Essling. Preußisch-Eylau, ja. Das war die Zeit, wo allmählich die Gegner gelernt hatten, wie Napoleon kämpft. Und die hatten bessere Verteidigungsmaßnahmen erfunden. Die ließen sich viel weniger überraschen, überrumpeln
wie das noch zu Beginn der Fall war, wo Napoleon jung war und niemand vertraut war mit seiner Kriegskunst. Und das ist eben, daran sieht man, wie Napoleon gezwungen war, immer neu zu sich zu überbieten. Sich zu überbieten. Statt aber woanders zu sammeln. Denn ja. Er hat, als er den Code Civil entwickelt hat, er hat, als er die Finanzen einigermaßen sanierte. Er hat saniert die Finanzen. Er hat mit dem Straßenbau Vertrauen gewonnen. Er hat Vertrauen gewonnen. Napoleon war sehr, sehr populär. Eine der großen Stärken von Napoleon war die massive Unterstützung von Seiten der Bauernschaft, weil er so enttäuscht wurde von der in seinen Augen falschen Entwicklung der französischen Revolution. Ja. Kleist bringt den französischen Soldaten 1802 die Schriften von Kant. Und dann, aber dann schreibt er seinen Hermannsschlacht und seinen Katechismus. Der ist ja furchtbar. Und er ist ein Franzosenfresser, der und kaum zu übertreffen ist. Man muss sie vernichten und so weiter. Ja, ja, ja. Und er läuft auf dem Schlachtfeld von Wagram mit Dahlmann umher und wird verhaftet dort als Spion. Man kann nicht erklären, was macht der Dichter da. Ja? Und dann zieht er aus der Tasche seine Hermannsschlacht und liest den österreichischen Offizieren, die verständnislos sind, diese Tiraden aus der Hermannsschlacht vor. Hasstiraden, wie man sie sich nicht vorstellen kann, unter der Feder eines so gebildeten, feinfühligen Menschen. Der Einfühlung verpflichteten Mannes. Ja. Ja? Und mit so viel Stil. Ja. Und jetzt gibt es eine Sekunde, eine historische Sekunde wiederum, wo sich die preußischen Patrioten und die französische Armee verstehen würden. Das ist der Übergang über die Beresina. Ja. Und wenn da die 300 Pioniere ihr Leben hingeben und setzest du nicht das Leben ein, so wird es dir nicht gewonnen sein. Ja. Aber sie bringen die Armee rüber. Ja, ja. Das verstehen die preußischen Patrioten wiederum. Ja, ja. Ja? Das ist Hingabefähigkeit. Da sind die Pioniere des General Elbe, eines Elsässers. Und schauen Sie, hier wären jetzt sozusagen winzige Elemente, die fusionieren könnten. Natürlich. Ja. Und das hat man ständig gehabt. Das ist etwas, worüber man zu wenig Aufmerksamkeit gegeben hat. In diesen Kriegen, wo Millionen von Menschen, überwiegend Männer, aber nicht nur, durch ganz Europa zirkuliert sind. Die haben ganz andere Länder, ganz andere Zivilisationen. Sie haben übrigens Kinder gezeugt. Und oft sind sie in den Ländern geblieben. Hinterlassen. Die große Armee zog nach Russland 600.000 Soldaten. Es kamen 100.000 zurück, maximal. Ob die alle anderen gestorben sind, sicher die Mehrheit, aber andere sind auch in Russland geblieben und haben Russinnen geheiratet. Mancher weiß Russe. Ja, 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 ja. Einer hieß Manchu. Und, er war bei einer Bäuerin untergekrochen. Ja. Und das Erste, was er zu ihr sagte, die ihn pflegte, Manchu. Deswegen heißt die Familie Menchev. Ja. Und sowas gibt es genauso in allen europäischen Ländern. Das heißt, diese Zeit der Kriege, der Bekämpfung des Hasses, war auch eine Zeit der Begegnung, der gegenseitigen Begegnung vor Ort, der Entdeckung und der Verbrüderung auch. Wenn Sie einem Tyrannen oder einem Cäsar, wie Napoleon, Männetekel lesen, auch das Kleingedruckte eines Männetekels zu lesen geben würden, wo würden Sie die Momente sehen, wo er hätte sich wandeln müssen? Nach Aspern? Also zuerst 1802. Nach dem Krieg von Amiens, nach dem Frieden von Amiens, der brüchige, aber immerhin Friede mit England, das war so kostbar. Alle sehnten sich in Europa nach Frieden. Nie war der Ruhm Napoleons so hoch. Das war die erste verpasste Chance. Die zweite verpasste Chance war nach Tilsit. Eine Allianz mit Russland, ganz unwahrscheinlich und unerwartet. Ja. Allianz zwischen zwei großen Blöcken. Man weiß, dass solche Allianzen auch fragil sind, aber es war nicht vorhergegeben, dass es zum Scheitern führen würde. Dritte Möglichkeit, nach der Niederlage der Österreicher 1809 und in der Situation, wo die Österreicher keine andere Wahl haben,
als ein neues Bündnis mit Frankreich eine zu schließen. Eine Königstochter hinüberzugeben. Und der Kaiser Franz gibt seine Tochter Marie-Louise an Napoleon. Und ein Jahr später ist ein kleiner Prinz da, der künftige König von Rom. Da sind drei Momente mindestens, wo Chancen bestanden, eines Gleichgewichts, dass es sich anders entwickelt. Wie die Brüder Grimm die Märchen gesammelt haben, können wir historische Erfahrung sammeln. Natürlich können wir historische sammeln. Machiavelli ist einer der Ersten, der systematisch beobachtet hat, wenn Gleichgewichte verloren gingen. Und das habe ich wie gesehen. Wie man sich verhält in der Gegenwart und in der Vergangenheit und erzurrt daraus, sowas wie Gesetze oder Regeln zu ziehen. Und jetzt müssen wir aus diesem Mann, der so verrufen ist, dessen Erfahrung wiederum bewahren. Ja, und das bei Karl Schmidt ebenfalls. Und wer wäre der Franzose, der Karl Schmidt entspreche? Also der verrufen Franzose, und das erfahrungsreich? Das war Talleyrand. Talleyrand ohne Zweifel, der korrupteste Mensch, den man sich vorstellen kann, aber ein politischer Kopf. Und nicht so korrupt im negativen Sinne, wie man es denkt. Talleyrand hat eins im Kopf, die Grunde das Schicksal von Frankreich und die relative Vormacht von Frankreich aufrechtzuerhalten. Dafür hat er Napoleon unterstützt mit seiner Geschicklichkeit, mit seiner diplomatischen Erfahrung. Und ab dem Augenblick, wo er merkte, dass Napoleon diesmal nicht mehr zur Raison zu bringen ist, dass er nur noch seinen Träumen nachgeht, dann hat er den Gegner angefangen, den Österreicher gesagt, pass auf, der wird verrückt. Und wenn wir den Frieden in Europa haben wollen, er dachte europäisch, dann müssen wir ihm den Garaus machen und dafür sorgen, oder das Handwerk legen, wie man so schön auf Deutsch sagt, damit Friede wieder in Europa zurückkehrt. Aber beide großen Alchemistenküchen. Ja, die französische Geschichte und die deutsche Geschichte sind so interessant, nicht? Und für den Historiker, aber auch für den der die Tugendlehre des 21. Jahrhunderts aber interessant findet. Wenn Sie erlauben, mit einem Zusatz: Wir haben notwendigerweise sehr viel von Frankreich und Deutschland gesprochen, aber das alles hat sich immer in einem größeren Rahmen abgespielt, in einem europäischen Rahmen. Und man aber die kann beiden auch, Sprachen, und man kann die Narration, die ist eine Sache der beiden Länder. Und erstens haben beide Länder eine große Gemeinsamkeit. Das ist das Erbe aus der Antike. Alle führenden Persönlichkeiten sprechen fließend Latein und können Griechisch. Und das ist denen gemeinsam. Zweitens, diese Personen sind eingebunden in einen größeren Rahmen. Das heißt, es gibt nicht nur Deutsche und Franzosen, sondern die Italiener spielen dabei eine große Rolle. Napoleon ist ein halber Italiener. Wäre er zwei Jahre vorher geboren, wäre er Italiener und nicht Franzose. Und unter den Deutschen, versteht man unter Deutschen? Ich sprach von der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Einer, der das am besten verstanden hat, ist Heine. Und Heine ist natürlich Deutscher, aber auch Jude. Lebt in Frankreich. Und lebt in Frankreich. Und wenn man an die Rolle der Juden denkt, als Kulturvermittler zwischen den beiden Ländern, aber auch an die Rolle von vielen Holländern, von Russen. So leidvoll ein Exodus ist, so klar gibt es Weltbürger. Ja? Ja. Und unsere Hirne sind schon weltbürgerlicher als unsere Leiber. Und es hat an dieser Zeit nicht an Weltbürger gefehlt. Schade nur, dass diese Weltbürger sich nicht durchsetzen konnten.